Bereits in der ersten Saison des Grusellabyrinths NRWs in Bottrop bietet es dem Besucher während der Halloween-Zeit ein Zusatzprogramm der Extraklasse. Kommt ein Stück näher. Auf insgesamt 1000 Quadratmeter wurden innerhalb von 1,5 Monaten die Outdoor Maze Totem erbaut. 300 Tannen, eine Wegführung von 333 Meter und insgesamt 6 Darsteller bilden die neue Attraktion. Dem erhört. Geh, geh nun, bahne den anderen einen Weg und erfülle dein Schicksal. Ein Durchgang durch Totem dauert insgesamt ca. 15 Minuten. Während dieser Zeit kann es wirklich passieren, dass ihr sehr nass werdet, also kleidet euch dementsprechend. Damit auch ihr wieder die Chance habt, das Grusellabyrinth und die Zusatzattraktion Totem zu besuchen, verlosen wir wieder 2x2 Tickets. Beantwortet einfach folgende Frage: Wann wurde das Grusellabyrinth NRW eröffnet? A. Freitag, der 13. Februar 2015. B. Donnerstag, der 24. März 2015. Oder C. Sonntag, der 5. August 2015. Abonniert uns und schreibt die richtige Antwort in die Kommentare. Viel Erfolg!